Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Letztes Jahr wurden wir mal, ich weiß auch gar nicht, was da momentan los ist. Letztes Mal wurden wir ja unfreiwillig von meinem DHL-Boten aus der abschiedlich aus der Aufnahme geklingelt. Aber ich finde, momentan ist das echt extrem. Also irgendwie habe ich das Gefühl, in jeder Aufnahmesession ist irgendwie eine Tür oder das Telefon klingelt rein und also irgendwie ist da momentan ein bisschen der Wurm drin. Also bin ich gar nicht gewohnt, also so viel Aufmerksamkeit. Also hey, es ist ja Wahnsinn. Kenne ich gar nicht. Man hat mich lieb. So schön. Naja. Gut, dann machen wir erstmal hier beim Spiel weiter. Das ist der gute älteste McNara. Und da sage ich mal wieder Hallo. Haben Sie schon Glück beim Finden der Kundschafter Ja, gehabt alle oder drei. wollten Sie über etwas anderes sprechen? Alle drei. Gut, schauen wir mal rein. Wenn ich das richtig deute, dann scheint die RNK die Region nicht so fest im Griff zu haben wie gedacht. Nö. Ich werde mir das im Detail anschauen müssen, aber diese Berichte geben mir einiges zu überdenken. Danke, Außenseiter. Gern geschehen. Sie sind zu jemandem geworden, auf den ich zählen kann. Daher kann ich wohl etwas Vertraulicheres mit Ihnen besprechen. Na, hau raus. Ich möchte, dass Sie Komponenten finden, um die Luftfilter des Bunkers zu reparieren. Die Bedeutung dieser Aufgabe kann ich gar nicht überbetonen. Oberritter Lorenzo hat weitere Informationen. Er ist derjenige, der mich darauf aufmerksam machte, und er ist der einzige andere hier, der davon weiß. Alles klar. Lorenzo von Matterhorn. Da würde ich mal mit dir sprechen. Oberritter Lorenzo von Matterhorn. An den Bunker muss man sich erst mal gewöhnen, Ja, was? bin dabei. Ritter Lorenzo. Oberritter Lorenzo, bitteschön. Ah, Sie sind also der berühmte Außenseiter. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Lorenzo, Oberritter und Mädchen für alles. Schön. Der Älteste möchte, dass ich Komponenten finde, die um das Luftgittersystem. Hä? Finde, um das. Achso. Finde, um das Luftgittersystem zu reparieren. Dann habe ich Sie jetzt auch noch auf dem Gewissen. Ja. Toll. Wie könnte ich, Blödmann, oh mein Gott. Glauben Sie, der Älteste hat vorher noch niemanden damit beauftragt? Er hat drei Patrouillen auf die Suche nach den Komponenten geschickt. Alle tot. Ja, super. Ich habe dem Ältesten mögliche Fundorte solcher Komponenten vorgeschlagen. Die Toten gehen also auf meine Kappe. Und jetzt sind Sie dran. Naja, Sie wurden gewarnt. Ich bin nicht schuld, wenn Sie einen grausamen Tod sterben. Aber Sie werden wohl ungeduldig. Um das System am Laufen zu halten, brauche ich eine Differentialdrucksteuerung, einen Reverse-Pulsreiniger und mehrere HEPA-Filterkartuschen. Gesundheit. Derzeit wäre mein bester Tipp für die Suche eine der alten Vaults in der Gegend. Diese Vaults ähnelten in der Bauweise diesem Militärbunker. Teilweise wurden sogar dieselben Baufirmen beauftragt. Aha. Ich markiere die Vaults auf Ihrer Karte. Viel Nett. Glück. Okay, ja, dann gehen wir mal auf große Walltour, wa? Oh Mann, alle tot? Naja, so schlimm kann es ja nicht sein, oder? An den Bunker muss man sich erst mal gewöhnen, Ich was? hab Angst, was zum Teufel bist denn du? Blitz, 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 Blitz. Verrückt, 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 verrückt. Ja, gehen wir auf Walltour, ne? Muss ich mit noch jemandem sprechen? Ich gehe mich, glaube ich, erstmal ausrüsten, ne? Mal gucken, was die gute Dame am Schießstand noch so für mich hat. Wäre natürlich auch geil, wenn ich diesmal auch ein bisschen dürfte. Letztes Mal durfte ich mich ja nur sporadisch ausrüsten. Und diese Dreckspistole, die habe ich immer noch nicht gefunden. Haben Sie sie gefunden? Ich Nein. muss Hardin bald Bericht erstatten. Leider nicht. Ja, dann zeigen wir mal dein Angebot, bitte. Unsere Patrouillen schleppen immer mehr Kram an.
Schauen Sie ihn sich mal an. Waffen. Ballistische Faust. Drängler Fatman. Geölter Blitz AWD. Ja, ist klar. Plasma Defender 77. Mir fehlt so wirklich der Vergleich, ne? Warte mal, Waffen. Gönnt sich ja sonst nicht. Plasma Defender, geil. Kommt die weg. Das kommt auch weg. Okay, Schaufel, Super Faust, Super Hammer. Hast du nichts Scharfschützenmäßiges? Lady. Wohl nicht. Schade, schade. Ja, Kampfrüstung verstärkt, Kampfhelm verstärkt. Ein paar Patronen. 308er. Brauche noch. E-Zellen brauche ich welche. Habe ich ja nicht genug von. Rocky-Data hat sie gar nicht. Die hat gar keine E-Zellen. Was ist das denn für eine? Du kannst doch nicht hier Waffen verkaufen, die gar nicht. Naja. Egal, 4000 Ärmer. Ein Vergnügen mit Ihnen, Geschäft. Bis später. So, die werde ich natürlich auch gleich mal ausrüsten. Hier, Gegenstände. Waffen. Licht- und Dunkel- und Plasma-Defender. Kommt auf die Nummer 2. Hallo? Ach ne, Duo geht ja gar nicht. Kommt auf die Nummer 3. 4 ist das Dingensgewehr. 8, 1, alles klar. Läuft. So. Ist doch viel schöner. Dieser Plasma Defender. Boing. So, auf geht's zur World Tour 2016. Ne, die Herrschaften. Was ich nicht geguckt habe, ist, ob die. Ich geh nochmal ganz kurz hin. Warte die, glaube ich, gar nicht, ne? Ich muss nochmal dahin. Ich wollte nochmal gucken, ob die irgendwelche Mods hat. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wäre natürlich cool. Haben Sie sie gefunden? Unsere Patrouillen schleppen immer mehr Kram an. Schauen Sie ihn sich mal an. Munition, Kleidung. Nee, nur Munition, Kleidung, Waffen. Das ist nicht viel. Tschüss. Aber Mods wäre schon geil gewesen. Wer bist du eigentlich? Paladin der stählernen Bruderschaft. Ach, schön. Ich frage mich, wo diese Waffe sein könnte, von der Madame die ganze Zeit quasselt. Bin mal frech. Auch wenn ich Karma verliere. Das ist schon ein ordentlicher Batzen Korken, den die alle in ihren Dingen haben. Ihr wisst reich. Aber ich weiß auch nicht, woran ich
Pistole erkennen soll. Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung. Aber ich will jetzt ja auch nicht alles abklappen. Ich muss ja auch nicht alles machen. Würde ich zwar gerne, aber ich muss ja auch nicht alles machen. Ich langweile euch ja, glaube ich, schon genug. Mit diesem Let's Play. Da muss ich das nicht nochmal auf die Spitze treiben. Wenn ich zufälligerweise drüber stolper. Alles klar, aber sonst glaube ich nicht, dass das sein muss. So. Tada! Ladebildschirm, Ladebildschirm. Es wird Nacht. Der Sturm ist noch nicht losgegangen? Ja, doch. Gut. Daten. Da haben wir wohl. Es ist in der Nähe, finde ich immer gut. Diese Aussage hier um die Ecke in der Nähe. Irgendwie ganz am anderen Ende der Welt. Jedes Mal. Wir haben hier die World 11. Black Mountain. Black Rock Höhle. War ich da nicht schon mal drin? Eldorado Umspannwerk. Eldorado Trockensee. World 11. Und wen haben wir da oben? World 3. In der World 3 war ich schon drin. Dann gehe ich erstmal in die World 3. Die kenne ich schon. Ist alles so ein Mist. So. Ach. World 3, genau. Motorroller. Der Motorroller, den ich da getötet habe. Sehr schön. Das ist ja das Lager der. Wie heißen sie? Ah, hier, da liegt doch einer. Hier, Unholde. Ja, dann gucken wir mal, wo das ist. Hier habe ich ja schon randaliert. Blöder. Dürfte eigentlich nicht viel auf mich warten. Obwohl, so ein, zwei Leute scheint es hier noch zu geben. Können wir gleich mal eine neue Wumme testen. Und weg. Ich habe Karma gewonnen, juhu! Und ein 9er Eisen, wenn ich wollen würde. Oh, sind doch wieder gespawnt. Muss sowieso in die Richtung. Der gute Motorroller. Bums, da fallen sie. Und bei dem sind auch, glaube ich, die Teile, so wie es aussieht. Kein Wunder, dass die Leute alle tot sind. Ach, Entschuldigung, da musste ich mal eben niesen. Okay, Teil drin. Stimmt. Hey, Pulsreiniger. Erwischt, hab ich dich. So, Teil 1 habe ich. Kann ich wieder raus. Das war noch der leichte Teil, glaube ich. Bin ich da? Motorrunner, nicht Motorroller. Ich nenne immer Motorroller. Das ist SMD. So. Ja, war auch eine ganz witzige Sache. Da haben wir noch den NK Ranger da oben gefunden. Der unbedingt einen meinte, auf Bruce Willis machen zu müssen. Hab ich gesagt, ey Alter, lass mich auf Bruce Willis machen, musst du nicht. Und dann ist er gegangen. Und ich habe einen auf Bruce Willis gemacht. Da ist er ausgegangen. Ja. Juf. Let me out of here. So. Well, Carter. Oder die drei Teile? Ja. Dann werde ich mal zum Handelsposten. Handelsposten? Ach, wenn Feinde in der Nähe sind, willst du mich jetzt verkuckeln? Was sind denn die Feinde? Rein in die Situation kommst du immer nur raus, irgendwie nie, ne? Das ist immer nervig.
Zeit. Ich hätte auch schön viel Schuss, ne? Erledigt. Everybody's dead. So, mal gucken, was die noch dabei haben. Alles eigentlich Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Gibt aber in Zweifelsfalle gutes Geld. Billardkö. Du wolltest mich doch wohl nicht einfach nur mit einem Billardkö angreifen. Du bist ja ein Vogel. So, jetzt aber. Hä? Sah gerade so aus, als hätte sich die World verschoben. Natürlich habe ich den schon entdeckt. Willst du mich verkohlen? Och man! Ach, das sind doch alles Eierköpfe hier. Hier hinterm Haus oder was? Interessiert doch keinen die Boden, dass ich hier bin. Du schaust dir wohl gern selbst beim Blut. Du schaust dir wohl gerne selbst beim Blut. Ah ja, gerne. Klar. Du nicht? Ich finde das voll cool. So. Aber gut, das ist eine Nummer, da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Jawohl, los geht's. Wurde auch Zeit. Also das finde ich echt nervig. Also dieses ewige, ich kann nicht reisen, weil die Minze in der Gegend sind, das ist fast so blöd wie doofer Vergleich, aber Minecraft, ich kann nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Obernerv. Sie hatte doch auch was, Victoria. Die Sie konnten nach dem ersten Gespräch. Ich bin bereit, mit Ihnen zu reisen. Gut. Ich habe gehofft, dass Sie es sich überlegen. Sollen wir? Na dann mal los. Das ist doch mal ein Wort. Sie sollten jedoch vorher was wissen. Ich habe Sie über die Bruderschaft ausgefragt, weil ich eine von Ihnen bin. Aha. Ich weiß. Aber ich musste wissen, wie Sie reagieren würden, wenn ich Ihnen das sage. Wir haben uns eine Menge Feinde gemacht. Wollen Sie mich immer noch mitnehmen? Ich bin doch selber gerade bei der Bruderschaft. die Sache gefällt mir jetzt sogar deutlich besser, weil ich weiß, dass Sie ausgebildet sind. Ich bin sehr gut darin, Leute zu vermöbeln. Kein Witz, das ist eine Gabe. Naja, danke dafür, dass Sie einem naiven jungen Mädchen aus Kalifornien mit leuchtenden Augen und einem pneumatischen Handschuh eine Chance geben. Ja, machen gerne. Wir uns mal auf den Weg, was? Gerne, ein gerne. Haufen Leute, die sich verbarrikadieren und... Allerdings möchte ich, dass du woanders hingehst. Man kann nicht übersehen, dass die Wir passen uns nicht so an, wie wir sollten. Früher mal hat man seinen Willen bekommen, wenn man eine Powerrüstung und ein Lasergewehr hatte. Heute sind die Leute bewaffnet und organisiert. Sie haben keine Angst. Aber wir halten an der alten Vorgehensweise fest, weil wir nur die kennen. Powerrüstung und Lasergewehre sind trotzdem effektiv. Klar, aber nur, wenn man genug Leute für die Anzüge hat. Wir nehmen keine neuen auf. Wir sind alle Nachfahren der ursprünglichen Bruderschaft. Es muss sich was ändern. Sonst sind irgendwann nur noch leere Anzüge von uns übrig. Okay, hier trennen sich unsere Wege. Warum sagen das immer alle? Wir treffen uns im Lucky's 38. Nett. Kann ich den Zimmerservice bestellen? Ja, klar. Sieh zu. Gut. Einfach wieder einen Mitstreiter gesammelt, würde ich mal sagen. So, hier müsste jetzt irgendwo eine Vault sein. Aber ich denke, diese werden wir erst in der nächsten Folge finden. Denn es ist schon wieder vorbei. 20 Minuten Fallout New Vegas. Heute eine eher ruhigere Folge, wenn man jetzt mal von den Unholden absieht. Aber ansonsten recht entspannt. Also sage ich mal dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.